Heute probiere ich das Dortmunder Dry Hopped von Blechbrü. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es wieder was von Blechbrü, und zwar das Dortmunder Dry Hopped. Ja, das ist ein Exportbier. Zu Export habe ich ja schon mal was erzählt. Und naja, unvergessen für mich ist das einzige Export, was ich mal probiert habe auf dem Kanal, ist tatsächlich immer noch das meistgesehene Video von mir, das Sternburg-Export-Video. Sehr witzig, finde ich das. Ja, das ist von Blechbrü, da habe ich was zu erzählt. Und das Design mit diesem Strickpulli in Gelb hat mich angelacht und fand ich ganz interessant. Deswegen hatte ich davon noch zwei bestellt, eine für mich und eine für den Whisky Waiter, weil Manuel Dortmund-Fan ist von Fußball. Ja, dachte ich mir, kriegt er von mir eins. Hat 5,5 Volumenprozent Alkohol. Die Hopfen hier drin sind Cascade und Mosaik. Cascade, glaube ich, normal und als Kryo-Hopfen später nochmal. Und der Mosaik auch als Kryo-Hopfen. Also nochmal ordentlich Wurms dazu. Kannst du was dazu erzählen? Nö. Dann aufmachen. Export ist ein untergäriges Bier. Ein Stil, der aus Dortmund kommt. Deswegen Dortmunder Dry Hopped. Sehr feiner Schaum. Ein heller, fast strohfarbener Ton. Wieder sehr, sehr feiner, weißer Schaum. Ja, und ein bisschen trüb ist es. Es ist tatsächlich, ja, doch trüb, ordentlich trüb. Ich hör mal. Ja, am ehesten so ein bisschen tropische Früchte. Die kommen am ehesten, meiner Meinung nach, aus dem Mosaik. Cascade hat eher so blumige Noten. Habe ich vielleicht auch ein bisschen entfernt. Ich könnte kein Blume nennen. Kann ich eh nicht. Ja, am ehesten tropische Früchte. Es riecht schön trocken. Vielleicht eine dezente Malzigkeit im Hintergrund. Schöne erfrischende Nase. Ja, dann mal Prost. Mal durchprobieren. Eine schöne, ordentliche Fracht Bittere. Aber schön, wirklich schön. Schön erfrischend. Also ich so ein bisschen so. Das ist trocken, das ist bitter, das ist schön. Ich hatte tatsächlich in meinem Leben noch nicht sehr viele Exportbiere. Aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen typisch für Export auch ist, dass die sehr durch sind. Und damit aber trotzdem eine hohe Drinkability haben. Ich sagte eben noch, nach dem Prost Malocha-Bier, das ist schon auch so ein Punkt gewesen, weshalb das Bier so einen Erfolg hatte im Pott, wenn die Leute von der Arbeit kamen und sich ein Bier gegönnt haben und verdient hatten. Probier nochmal. Es hat eine wirklich schöne Bittere. Und eigentlich so nach dem Schlucken hat man so ein bisschen diese tropischen Früchte auf der Zunge, was sehr schön macht. Eine dezente Malzigkeit ist auch dabei. Bringt so einen ganz kleinen Gegenpol in der Süße. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte ja schon ein paar Blechbrühbiere. Red Dots, Blue Dots, Purple Dots und die Short Ride in the Time Machine. Und ich muss sagen, von den fünfen ist es jetzt das leckerste von Blechbrühe. Also gut gemacht.
Ja. Ich glaube, diesen Bierstil-Export muss ich mich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und ich bin ein Export von einer fränkischen Bamberger Brauerei, um das zu probieren. Gut, in dem Fall ist es natürlich auch nochmal Dry Hop. Das ist halt auch noch ein bisschen ordentlicher, extra bitterer gemacht als ein normales Export. Aber ja, doch, gefällt mir gut. Ich trinke nochmal. Wird aber jetzt so, wenn man sich ein bisschen an die Bittere gewöhnt hat, dann auch, kommt auch die Süße mehr durch. Auch tropische Früchte, von denen so eine Süße bleibt, also als wenn von denen so eine Süße bleibt, die sind ja nicht drin, die Früchte, aber und ja, diese Trockenheit, die gefällt mir gut und doch, schönes Bier. Ja, kennt ihr das? Wenn nicht, gerne auf die Internetseite gucken, verlinke ich dir unten wieder von Blechbrüh und ansonsten gerne einen Tipp geben, welche Exportbiere ich probieren muss. Also Sterni hatte ich schon. Was sonst noch gibt, was ich probieren muss unbedingt. Und dann würde ich sagen, bis bald und Prost.